Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in diesem Video muss ich jetzt erstmal gucken, wie es überhaupt weitergeht. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier stehen geblieben bin. Beim letzten Video habe ich ja, meine ich, ein paar Ersetzungen korrigiert, die einen Fehler hervorgerufen haben. Und ein paar Symbole habe ich verändert. Und ein paar Flächen. Das war so im Groben und Ganzen das Thema von meinem letzten Video. Und jetzt würde ich mir ganz gerne mal die Routen anschauen. In dem Fall haben wir nur eine MTB-Route. Und die können wir uns mal ganz gerne näher anschauen. Mit einem Doppelklick geht hier Eintrag bearbeiten auf. Und hier steht einmal der Name. Typ MTB ist auch klar. Referenz, das ist so ein Kurzzeichen, sage ich einfach mal. RK steht für Rundkurs. Und Regionalverband Ruhr, auch klar. Das müsste die Relationsnummer sein. Genau, und hier kann man die Relation bzw. die OSM-Daten im Browser aufrufen. Das könnten wir mal machen. Das ist, und hier, genau, hier sehen wir die Relationsnummer. Und die finden wir dann dementsprechend hier wieder. 858, 858 passt. Das wäre jetzt auch so die Relation von dem Mountainbike-Weg, so wie sie ja, bei OSM hinterlegt ist. Genau wie die ganzen Einträge hier. Das findet sich im Endeffekt dann alles jetzt hier wieder. So, aber was ist für uns interessant? Zum Beispiel, wie die Route markiert ist. Dazu rufe ich jetzt nochmal QMAC-Check auf, damit wir uns mal anschauen können, wie es jetzt momentan aussieht. QMAC-Check. Zack. Da wäre er schon. So, gleich müsste die Route zu sehen sein. So sieht es aus. Wir haben einen weißen Hintergrund. Das wäre so der Wegeverlauf. Und weiß, ob man es erkennt, das wären hier so die gelben Tupfer. Dann, da muss man ein bisschen näher reinzoomen, sieht man hier ein weißes Viereck, ein Kreis, ein Dreieck und die Bezeichnung RK. Soweit, so gut. Das passt auch, weil in echt sieht der Weg nämlich so aus. Das kann ich euch ja mal eben zeigen. Hard on Tour heißt der, meine ich. So ungefähr. Ich mache einfach mal auf Bilder. Ne, das war jetzt falsch. Das war jetzt irgendwie Map. Ich wollte Bilder haben. Sieht man irgendwo das Zeichen da? Oder hier. Hier kann man es da schön sehen. So sieht das Zeichen live vor Ort aus. Ein Dreieck und zwei Kringel. Wobei der Dreieck quasi die Richtung angibt. Kann auch mal nach oben zeigen, nach rechts, nach unten. Ne, unten glaube ich eher weniger, aber so wie hier zum Beispiel, mal nach oben, mal nach links, mal nach rechts. Okay, verstanden, ne? Denke ich mal. Und deswegen ist das so, wie es kreiert wurde, eigentlich auch soweit richtig. Hier wird das auch nochmal abgebildet, aber sehr, sehr klein. Jetzt könnten wir hergehen und sagen, okay, wir machen mal alles größer. Und das mit dem Hinterlegt, das wären jetzt hier die Tupferchen. Hier sieht man das, die gelben Tupferchen. Das wäre quasi die Farbe des Hinterlegten, so nenne ich es einfach mal. Und ich sage einfach, nee, gefällt mir nicht, ich möchte das in Rot haben. Könnte man jetzt hier ändern. Genau, das könnte man zum Beispiel machen. Oder wir gehen auch noch einen Schritt weiter und sagen, alles gut und schön, aber ich möchte mein eigenes Schild haben. Ich kreiere mein eigenes schönes Mountainbike-Schild. So. Da habe ich schon mal etwas vorbereitet. Okay, ich finde jetzt keins in meinem Archiv. Ich möchte mein eigenes Mountainbike-Schild kreieren. Dazu brauchen wir wieder MT Paint. Und das Schild sollte ungefähr die Größe haben. Ich mache es mal ein bisschen größer, damit man das überhaupt sieht. Von 20. So, 20 zu 20. Zack. Irgendwie sieht es ein bisschen rechteckig aus. Ich schaue mal eben nochmal nach. Ich habe 27 eingegeben.
Wir haben gesagt 20 zu 20. Ach, hier war, glaube ich, ein Haken dran. So, jetzt passt es. Also, wir haben gesagt, das Schild sieht ja in Live so aus: einfach nur weiß, rot, das Dreieck und so weiter. Ja, dann machen wir erstmal einen weißen Hintergrund. Zack. Ich gehe sogar so weit, dass man es noch besser erkennt. Ich würde jetzt hier so einen roten Rahmen drum machen. Und würde dann sagen, ich mache jetzt hier ein Dreieck. Man kann hier auch eine Linie zeichnen. Ist vielleicht besser, sagen wir mal so. So. Und so, so ungefähr. So ungefähr sollte das aussehen. Können wir das Ganze noch ein bisschen füllen. Oh, warum habe ich jetzt hier ein anderes Rot? Das finde ich ein bisschen blöd. Und dann machen wir es einheitlich falsch. So, und noch zwei Kringel. Ja, wie könnte man es am besten Kringel zeichnen? Ich mache es nur mal eben so auf der Schnelle. Ihr bekommt das mit Sicherheit besser hin als ich. Schild jetzt, außer dass die Farbe Rot jetzt irgendwie wieder ein bisschen anders aussieht. Ja, so ist doch schön. Jetzt gehe ich her und sage Speichern unter. Speichern unter. Und nenne das, hier, wie nennen wir das? Rundkurs. Rundkurs hart als Beispiel. Punkt PNG. So. Aber jetzt habe ich Best of Schild Ever kreiert. Und jetzt muss ich das jetzt hier noch so ein bisschen einbinden. Wie geht man da vor? Als erstes erstmal das Objekt erstellen. Unter Flächen bin ich falsch. Dann sage ich ihm, pass auf, Wanderwege, genau, hier muss das rein. Ich habe vorhin gesagt, die ganzen alten Wanderwege, die werde ich ersetzen und werde daraus neue Wanderwege kreieren. In dem blauen Kreis brauchen wir nicht. Punkt ist richtig. Wir nennen ihn Hard on Tour. Garmin-Bedeutung wäre egal. Ich brauche eine Grafik. Ja, jetzt muss ich die passende Grafik herausfischen. Ach hier, Rundkurs Hard. Hier oben ist er ja. Hier sehen wir schon das Symbol. Passt. Wir machen nochmal einen Vergleich. Ach, wunderbar. Oder besser gesagt, mit dem hier. Passt. Genau, und hier vergeben wir den gleichen Namen. Da schauen wir drauf. Hart Rundkurs. Irgendwie hat das Ding zwei Namen. Deswegen gebe ich auch mal beide Namen ein. So, so, so. Wunderbar. Das muss ich wieder in die Renderregel. Und da ist er schon drin. Da wäre er drin. Gut, wie bekomme ich das jetzt hin, dass dieses Symbol an der richtigen Stelle angezeigt wird? Dazu gehe ich jetzt in die Routen rein und öffne das Fenster hier. Lass mal ein bisschen so zurechtschieben. So, und jetzt sehe ich hier. Muss ich selber erstmal überlegen, wie war das nochmal? Ich brauche Icon Blue Cycle. Icon Blue Cycle muss ich jetzt hier anwählen. Also Blue Cycle. Blue Cycle, Blue Cycle, Blue Cycle. Wo ist Blue Cycle? Blue Cycle. Da, wir haben es. Und jetzt sehen wir, dass hier hinter noch etwas ist. Das liegt daran, weil hier noch RK steht. Das machen wir weg. Das machen wir auch alles weg. Jetzt haben wir irgendwie doppelt und dreifache Symbole. Jetzt haben wir das nackte Symbol richtig zugeordnet. Schließen wir wieder, machen wir mal so ein Zwischenspeichern. Oh, sag im Logfenster wieder auf und generieren. So, herrlich, es hat funktioniert. Jetzt mache ich sofort mal einen Test.
wie die Karte jetzt aussieht. So, eine Sache zu der Routenbearbeitung. Sobald man etwas bearbeiten möchte, ist es zwingend erforderlich, dass man unter Routen den unteren Haken wieder wegmacht, weil sonst greift Map Composer einfach nur auf den Datensatz von den OSM-Daten zurück. Und die Veränderungen, die wir jetzt hier manuell eingegeben haben, sind dann quasi wieder weg. Den Fehler habe ich gerade gemacht, das habe ich jetzt korrigiert. Jetzt mache ich nochmal einen Lauf und siehe da, alles läuft ohne Fehlermeldung. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Karte jetzt aussieht. Ich nenne das mal um in Hartz, ich glaube 5. Schneide das wieder aus, wie gehabt. Füge das hier ein. Öffne den Map QMac-Check. Und jetzt kommt der große Augenblick. Das war jetzt quasi der alte Zustand. Und jetzt müsste eigentlich alles viel schöner aussehen. Tut es auch. Hier wäre jetzt mein neues Symbol zu erkennen. Die roten Tupfer sind da. Perfekt.